Hallo Leute, Lecky is back. Willkommen zurück zur mittlerweile 6. Folge von Big Bang Empire. Es hat sich einiges getan. Und zwar, wie gesagt, in der letzten Folge, ich habe gar nichts gesagt. Also in der letzten Folge habe ich ja gezeigt, dass wir mittlerweile weitergekommen sind in eine andere Stadt. Rocco, wie hieß sie? Ist ja egal, wo sind die denn? Santo Rocco. Genau. Und wenn man sich die Karte hier anguckt, dann kann man ja hier zur Party gehen. Burning Bernie. Und da ist es so, da braucht man, wie man hier oben sieht, eine Einladung für. Die bekommt man in der Mission in Santo Rocco. Und jetzt sehe ich gerade, hier gibt es wieder die... was sind das? Laken. Laken waren das, genau. Laken, die man braucht. Wie gesagt, ich war zweimal mittlerweile beim Burning Bernie. Und da gibt's noch Missionen. Da kann man also verschiedene, wie heißt das ja, auch so Quests machen. Missionen. Und da ist es so, dass ich immer bei der dritten Mission versagt habe. Das ist, also das erste war irgendwie ein anderes braunes Sternchen ausstechen. Also ausstechen im Sinne von, ne, du willst die Rolle haben, also klatsch hier eine. Das war noch einfach. Das zweite war irgendwie Schlagsahne, Unmengen Schlagsahne, Unmengen Erdbeeren essen. Da habe ich beim ersten Mal habe ich es nicht geschafft und beim zweiten Mal habe ich es geschafft. Da braucht man ordentlich, ich glaube, Charisma. Nee, Raffinesse oder irgendwie sowas. Oder Ausdauer war das. Ich weiß das jetzt auch nicht mehr. Das könnt ihr dann selber nachgucken. Und das dritte war, da sollte man so einen Bergsteiger, der sehr, sehr breit und sehr, sehr muskulös ist, sollte man davon abhalten, dass er irgendwo auf einem Hohl oder so klettert da. Also so einer Stange oder irgendwo so, wollte er da raufklettern. Davon sollte man ihn abhalten. Und das habe ich jeweils nicht geschafft. Weil er einfach zu stark war. Er hat mich einfach da komplett weggehauen, hat unheimlich viel Schaden gemacht. Da war ich noch ein bisschen niedrigstufiger. Wie gesagt, mittlerweile ist es so, dass ich ja, wie ihr seht, Stufe 20 bin. Ich auch schon meine Stats verbessert habe. Ja, also mehr Schaden und sowas alles. Hier möchte ich gerne auch noch auf Lila kommen. Epic, wie auch immer man das nennen will. Dann kommt dazu, dass wir jetzt unser Studio gekauft haben. Wir sind jetzt die Produktionsfirma Fothermacker. Und hat 500 Scheine gekostet. Hier kann man das alles noch ausstatten. Damit es ein bisschen besser aussieht. Hier kann man das Erscheinungsbild noch ändern. Das hatte ich letztens nicht gemacht, weil ich nicht genug Diamanten hatte. Aber jetzt habe ich mal tatsächlich von meinem Konto mal eben für 2,99 drei abbuchen lassen. 300 Diamanten gekauft. Hier gibt es auch einen Chat. Ich weiß aber nicht mit wem. Wahrscheinlich mit den Studiomitgliedern dann. Die Beschreibung brauche ich auch nicht. Ich habe das auch so eingestellt, dass jetzt hier keiner beitreten kann. Ich kann wahrscheinlich jemanden einladen. Vielleicht spielt ja irgendwann mal noch ein Kumpel mit oder so. Wie gesagt, ach hier, jetzt habe ich was vergessen. Hier kann man Doubles einstellen, Torten aufladen. Weiß ich nicht, für was das sein soll. Könnt ihr euch alles noch durchgucken. Wie gesagt, hier kann man Doubles anheuern. Ich weiß nicht, gucken wir mal eben. 5 Doubles. 150. Aha. Nee, das machen wir alles schon selbst. Wir haben auch schon einen Film gedreht. Das kann man, glaube ich, hier sehen. Nein, hier war das. Hier ist eine Historie der Filme. Wie gesagt, das war der erste, den wir gedreht hatten. Noch ohne Studio, steht's. Und das war der zweite, den wir mit dem Studio gedreht haben. Da war ja auch Billigproduktion, aber immerhin mit dem Studio. Das ist die Wertung. Der kam hier ein Ticken besser an, hat auch etwas mehr Fans. Die Fans werden komplett zusammengezählt, wie man hier unten sehen kann. Also 31.338 Fans haben wir mittlerweile. Wie gesagt, habe wieder gearbeitet und weil ich gestern relativ viel Geld ausgegeben habe, muss ich halt mal ein bisschen länger arbeiten. Man kann... Moment, jetzt darf ich nicht durcheinander kommen. Hier wollte ich noch zeigen. Habe ich nicht drauf geachtet. Hier, die Energie ist jetzt weg. Diese Energie habe ich nie geachtet. Das bedeutet, dass wenn man hier eine Mission macht, zum Beispiel die hier, geht, genau, hier steht 7 Energieflöten. Ich habe nie auf die Energie geachtet. Und man kann sie aber nachkaufen, indem man hier raufklickt. Kann man... Aha, man kriegt hier Rabatte. Ja, das war davor auch. Da hat es 5 Diamanten gekostet. Und man kann es natürlich auch für Scheine kaufen. Das ist, wie gesagt, wie hier auch steht, 4-mal am Tag möglich. Das Problem ist, dass es jedes Mal teurer wird, je öfter ihr das macht. Ich glaube, beim nächsten Mal wären es dann so knapp 1000. Da kommt dann so irgendwie was im 2000er Bereich. Und wie gesagt, das kostet wirklich relativ viel Geld. Also
einmal am Tag kann man das machen. Man muss halt sehen, wie weit man kommen möchte hier. So, hier ist wieder unsere, wie heißt das, was war das hier? Erfolgsliste, ja, wieder unser Erfolgsbarometer. Und 8 Duelle müsste ich noch, dann würde ich es abschließen. Ich habe ein paar Erfolge abgeschlossen mittlerweile. Ich habe zum Beispiel hier in dem Laden, naja, mal gut 10 Diamanten, neue Ware geordert. Und habe das, wenn man das 5-mal macht, kriegt man da zum Beispiel auch halt einen Erfolg. Da kann man halt auch solche Sachen mit bei, die man sich für Scheine kaufen kann. Das sind so epische Sachen. Das ist jetzt hier für dieses Geek-Brille. Ja, die haben hier irgendwie gerade zum Geek-Wochen oder sei stolz drauf, ein Geek zu sein oder irgendwie sowas, ne? Und da bekommt man halt diese Sachen oder kann man sich kaufen. Und was ich noch, ach so, was ich noch sagen wollte beim Burning Bernie Party oder Event, wie auch immer. Wenn man kommt für 3, 7 und 13, das ist das Maximum, abgeschlossener Quest, man muss aber jeweils die 3., 7. oder auch 13. dann abschließen, bekommt man sehr hochwertige Gegenstände, also epische bis seltene, das kennt man ja aus einigen MMOs wie World of Warcraft. Die bekommt man dann und kann sie anlegen. Leider habe ich es ja nicht so weit geschafft, beim 3. hat immer versagt. Welche Neuerungen gibt es noch? Weiß ich jetzt gar nicht, habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Also wie gesagt, das ist so wahrscheinlich mit das Grundlegendste. Jetzt habe ich nochmal einen Filmdreh anberaumt hier. Genau, da brauche ich nochmal 8 mal Strahlen. Also je öfter man einen Film dreht, desto mehr braucht man von diesem ganzen Krempel. Jetzt gibt es hier halt noch Duelle, die man auch noch gewinnen muss. Und inspirierende Zeitmissionen absolviert. Das sind einfach wahrscheinlich Zeitmissionen absolvieren im Allgemeinen. Dafür habe ich ja dann halt auch diese Diamanten jetzt mal geholt, damit wir ein bisschen weiterkommen. So, wie gesagt, die Bettwäsche habe ich gerade hier gesehen, in der anderen Stadt. Gehen wir also wieder zurück. Ich wusste nicht, dass man doch zurück muss. Aber offensichtlich ist dies der Fall. Wir können ja nochmal vorher im Sexshop neue Ware ordern. 99 Diamanten. Nee, so viel möchte ich dafür nicht ausgeben. Gibt's hier irgendwelche guten Sachen? Kissen. Kissen habe ich eigentlich noch. Jetzt weiß ich nicht, ob sich das dann irgendwie zusammenrechnet. Also ob ich dann irgendwie 201 habe. Oder weniger, aber der macht mehr Schaden. Das Kissen macht mehr Schaden. Aber 150 Diamanten gebe ich dafür nicht aus. Wie gesagt, müsst ihr selber wissen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Ich hole jetzt einmal neue Ware. Tam-tam. Gucken wir mal schnell, was es hier gibt. Den Ring habe ich schon, obwohl, nee, der ist, glaube ich, ein bisschen anders. Manchmal ist es komisch, hat man denselben Ring und dann sieht es trotzdem, also hat man andere Attribute. Ich glaube, den Gürtel können wir uns mal leisten. Minus 1 Ausdauer. Ja, doch, den kaufen wir uns. Die Ausdauer, die kaufen wir dann eben schnell für Scheine nach, die dann verloren geht. Wo kommt das Ding hin? Hier. So. Übrigens haben wir jetzt auch hier 2 Slots, also kann man halt ein paar mehr Gegenstände sammeln. Irgendwie dann 12 insgesamt. So, wie sieht's hier aus? Das als Krempel, den brauchen wir nicht. So, den Gürtel werden wir gleich verkaufen. Bloß das Vollmüllen hier. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Erstmal versuchen. Ja, wir versuchen erstmal noch ein Duell. Tina Turner. Aktualisieren einmal am Tag ist gratis. Und schon hat sich gar nichts aktualisiert. Oder ich habe jetzt den Druck geoutet. Oder ich habe schon wieder Tiara Turner. Aber man kann die Duelle natürlich auch hier durchführen, den man, wenn man schon angegriffen wurde, einfach auf die klickt, die man gewonnen hat. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man auch wieder gewinnt. Wie gesagt, hier ist auch, ich habe 1 gewonnen, 1 verloren gegen dieselbe Person. Aber hier haben wir Jenny39, die hat mich schon ein paar Mal angegriffen. Und die hat jetzt nicht viel Leben. Hat die überhaupt weitergemacht? Ja, gestern auch schon 750 hier. So, One Hit. Und dann ist sie hinüber. Vernichtung. Und so einen Krempel wieder bekommen hier, der absolut unnütz ist. Wie gesagt, ihr müsst darauf achten, dass jeder Kampf 20 Energie kostet. Es wird halt eine Minute wieder aufgefüllt. Wenn man komplett alles verbraucht hat und nicht mehr kämpfen kann, dann steht da, wie lange man warten müsste, bis man wieder kämpfen kann. So, wir machen jetzt nochmal einen Kampf gegen die. Machen wir noch einen? Ja, das mache ich nachher alles.
So, jetzt sind wir hier. Wir zurück in Telville. Guck kurz durch. Wo gibt's denn hier die Bettwäsche? Hier. Oh, stimmt ja. Ich habe ja meine Energie nicht aufgefüllt. Das müssen wir eben schnell noch machen. Das ist ein Rabatt. Den lasse ich mir erstmal. Ich kaufe das erstmal für Scheine. So, jetzt haben wir wieder 50 Energie. Du holst die Mission raus. Welche das war? Welche war das hier? 20 würde das kosten. Gut, dann kriegst du dir. Und komm. War klar, dass wir das schaffen. Wir sind nämlich gut. Ihr kriegt übrigens 100 Diamanten, wenn ihr, nachdem ihr euch angemeldet habt, in euer E-Mail-Fach geht und über die Adresse bestätigt. Also da ist ein Link drin und wenn ihr darauf klickt, dann habt ihr 100 Diamanten und nochmal 3 Fähigkeitspunkte. Hatte ich gestern gemacht erst. Gestern erst gemacht, so. Gucken, ob wir noch weiter Bettwäsche finden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alles finden werden. Das Problem ist, wir können den Film nicht weiter drehen. Ich würde mir den Film gerne mal angucken, aber kann man auch nicht. Gucken wir uns auf die Karte. Gibt es hier noch weitere Bettwäsche? Ja, einmal gibt es noch. Aha, der zeigt also an, wo es... Ja, Moment, jetzt verstehe ich, das ist dasselbe, das ist dahinter. Was ist das denn? Ist das alles dasselbe? Ja, offensichtlich. Gut, müssen wir uns vielleicht noch durch eine Mission durchquengeln. Die lassen wir kurz so ablaufen, weil ich habe keinen Bock, für jede kurze Mission hier Diamanten rauszuballern. Da können wir uns mal die Rangliste angucken. Ich wüsste jetzt nicht, wo ist Analparty? Okay. Wir könnten uns natürlich jetzt hier wieder die Studionorm angucken. Kein Herpes. Immerhin. Vor der Macke? Ich bin doch jetzt aber nicht... Hier geht's ja noch weiter nach oben, oder? Ah, ist klar. Aber ich habe Fans. Oh Gott, Fans. 17.000, sind das echt so viel? Was hab ich denn? Ich hatte gar nicht zusammengerechnet. Durch einen Film. Achso, das ist ja nur für das Studio. Genau. Wir brauchen jetzt nicht weiter angucken. Wo könnten wir denn jetzt noch weitermachen? Worauf ich gleich hinweisen will, ist, dass natürlich, wenn man relativ schnell weiterkommen will, man muss Geld investieren. Also ich sehe da jetzt irgendwie keinen anderen Weg, wie man relativ schnell so durchkommt, weil alles ist natürlich wie bei jedem dieser Browserspiele darauf ausgelegt, dass man irgendwann hoffentlich darauf warten wir, dass man natürlich auch Geld ausgibt und Diamanten kauft oder halt die andere Währung, die halt einen ermöglicht, damit man ein bisschen schneller hier vorankommt. Bisher ist es noch unterhaltsam, aber wie gesagt, es ist halt ein Spiel, das kann man nicht ununterbrochen die ganze Zeit spielen, meiner Meinung nach. Also ich würde das jetzt nicht stundenlang aufhaben, nur um da mal um ein bisschen weiterzukommen. Ich gucke halt am Tag mal kurz rein, für maximal ein halbes Stündchen. Wenn überhaupt. Das heißt aber nicht, dass ich die ganze Zeit davor sitze, weil ich halt die Mission dann einfach durchlaufen lasse. Und dann hoffe, dass ich mal irgendwann hier weiterkomme. Ich gehe mal davon aus, dass man im Studio, wenn es mehrere Leute hier sind, dass sie zusammen wahrscheinlich diese Mission absolvieren können, damit man halt schneller diese Bettlaken und sowas alles zusammenfindet hier. Und damit man halt schneller auch den Film drehen kann. So, ich wollte mein Logo noch ändern, das war es gestern. Irgendwie hatte ich mir auch eine Form ausgesucht, die nicht so viel kostet. Wie war das, glaube ich? Genau, diese Form wollte ich... 100 Diamanten! Ich hatte doch noch irgendein Gratisteil. Jetzt kommen die ganz runter, oder was? 1000! Ne. Ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Ich guck mal hier durch so. Da gab's noch... Das wollte ich haben. Die Form ist bereits aktiv, ja, das kann man so nehmen, oder? 100%. Na komm, das brauchen wir nicht. Das lassen wir auf 100%. Ja, baller ich mal eben 1000 raus hier. So, jetzt haben wir hier ein schönes Logo. Wo war ich stehen geblieben? Genau, also wenn halt mehr Leute in dem Studio sind, dann kriegt man wahrscheinlich, sammelt man zusammen die Sachen ein, die man braucht, oder füllt zusammen die Sachen, um dann halt endlich den Film weiterdrehen zu können. Ist bei mir jetzt leider nicht der Fall. Ich bin schnell in einem Kampf hier. Wo weg den Typen? Alles Kritz.
Könnt ihr überspringen, aber ich finde natürlich die Geräusche immer relativ lustig. So, gucken wir mal, ob wir jetzt endlich eine Mission haben, wo wir diese Bettwäsche bekommen. Nein, die gibt's nicht. Was ist das? Mittel. Die Sachen schaffe ich selten. Ich glaube, das liegt daran, weil einfach meine Ausdauer noch nicht so hoch ist. Ja. Also spare ich mir das erstmal. Wieder überspringen. Ja, die überspringen wir kurz. Verdammt, ich hoffe, dass es hier nochmal gratis Diamanten gibt. So, gibt's jetzt hier endlich diese Bettwäsche-Belohnung. Diese blöde Police-Anhänger, mein Gott. 4 Minuten, das kostet 10. Geht nicht los, ja. Also, ich denke mal, über 5 Minuten kostet. Wie sieht er denn aus? Kostet halt dann 20 und dann ab 10 kostet 30. Das ist ja richtig so eine. Das ist ein, könnte auch so ein schwulen Pornodarsteller sein. Nein, ja. Mach ihn weg. Oh Gott, der killt uns. Tatsächlich. Scheiße. Dafür habe ich jetzt Diamanten ausgegeben. Das ist ja ärgerlich. Okay, was haben wir denn noch? Was gibt's hier? Das Ding hatte ich doch schon mal. Wo gibt's diese Bettwäsche? Okay, die machen wir schnell noch fertig. 20, ja, komm, ist egal. Bis 200 würde ich auch, also bis auf 200 runter würde ich investieren. Boing, gut. Oh! Die Stufe 21. Was mir aufgefallen ist, da steht immer, das Sortiment im Shop hat sich erweitert, aber ich sehe da nicht wirklich mehr. Ist mir auch schon mal aufgefallen. Man hat oft denselben Krempel, den man ohnehin schon hatte. Was ist das hier? Ach so, das sind nur die Infos. Ja, genau. Ich habe gestern, das war auch für einen Erfolg, habe ich 500. Man muss gar nicht 500, man kann auch einen Schein oder so spenden, denke ich mal. Habe ich halt in die Studiokasse gefeuert. Wir suchen keine Mitglieder. Hier steht ja nochmal alles rum, die Studios 1000. Das wird sich wahrscheinlich auch erstmal so schnell nicht ändern. Öffne Minute zum Ausbau. Stufe 1. Aha, aha, aha. Bauen wir aus für 400, machen wir. Wieso fehlen da Scheine? Ich habe doch was eingezahlt. Wo ist die Kohle hin? Gut, das machen wir hier. 400. Spenden. Gut, bauen wir mal aus. Ausbauen. Na, wird das was? Manchmal hängt das Spiel ein bisschen nach, irgendwie so. So wie mein Gehirn. Gut, haben wir ausgebaut. Das kostet auch alles Kohle. Also ihr seht, das kostet halt alles Geld. Müsst ihr dann halt selber einzahlen. Einspenden, wollte ich sagen. Ja, ihr könnt mal einspenden. Und zwar mal ein Bündel. So. Kommen wir weiter. Habe ich irgendwas verpasst jetzt? Ach, wir haben ja noch nichts gemacht. So, warte. Ist das fertig. Kauffrau, 5000 Scheine pro Tag ausgegeben. Und bringt uns wieder 6 Fähigkeitspunkte. So. Werden wir auch schnell ballern. Ich gehe jetzt wieder auf Ausdauer. Oh, ich habe noch welche. 6 waren es. 6. So. Gibt's hier jetzt immer noch. Hier gibt's jetzt, gibt's ja auch wieder keine Bettwäsche. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht kriege ich ja noch ein Ticket zusammen. Muss mal kurz gucken. Aber wie gesagt, ich habe das Ticket auch zufällig bekommen. Das kürzen wir auch noch schnell. Ja, der ist schon ziemlich. Gut, wollen wir das überspringen? Das Ordnung, das überspringen wir. Nicht geschafft, verdammt. Wie gesagt, jetzt fängt es wieder an, sich so ein bisschen in die Länge zu ziehen, weil wir sind ja auch alleine. Es ist halt jemand, der uns hilft, aber wir können großartig im Studio mitmachen. Im Studio kann man übrigens, ich zeig's einfach mal. Wo war das hier? Neuen Darstellern Studio einleiten. Das kann man, aber bei den anderen steht dann, hier kann man das Studio angreifen, ein anderes Studio. Muss man wahrscheinlich eingeben. Ja, hier kann man sich welche aussuchen. Mitglieder 1. Stufe, da. Ja, könnte man natürlich mal machen.
Mach ich vielleicht auch irgendwann mal. Ist ja noch niedrigere. Ne, das kann ich hören, oder? Wir haben alle ein Mitglied. Gut, das machen wir demnächst mal, oder machen wir das jetzt? Wo ist denn unser Ruhm? Das ist Stufe 21. Wir nehmen mal Cinemax. Angreifer. Ah, okay, um 12. Egal, machen wir mal. Alles. Oh Gott. Hätte ich doch mal eben machen können. So. Nein, was will ich denn jetzt? Jetzt komme ich hier komplett durcheinander. Wir bezahlen das nochmal ein. Und Wert. So, spenden. So, jetzt suchen wir uns unseren Angriff aus. Wen hatten wir gerade hier? Cinemax. Den nehmen wir auch. Hier, What the Fuck Studio. Den können wir bestimmt zeigen, schaffen. Morgen um 12, das machen wir. Also, ihr seht, das ist schon vorgegeben, damit sich wahrscheinlich jeder noch vorbereiten kann. Bei einem Mitglied, ich hoffe, der lockt sich nicht ein und wir schaffen das. Dann kann ich das ja mal zeigen, hoffe ich. Hier kann man halt, wie gesagt, neue Darsteller einladen, also Spieler. Und wenn man selber im Studio eingeladen wird, also nicht der Studiogründer ist, dann kann man sich hier irgendwo als Double, nee, als Hauptdarsteller bewerben. Das finde ich wiederum blöd. Weil man Pech hat, sagen die sich, nö, ich will immer ran, oder nee, machen wir jemanden besten Kumpel. Deswegen finde ich es gut, dass, also wenn man jetzt ein Kumpel von mir hier mitspielen würde, würde ich sagen, wir wechseln uns ab beim Filmdreh. Was ist das denn eigentlich? Okay, ja, gut, brauchen wir nicht. 10 Mitglieder werden wir, glaube ich, nicht erreichen. So, was haben wir hier noch? Das kostet so viel. Flüchtet beim Braun. Okay, wir machen mal noch ein paar Missionen. Schnell. Das überspringen wir. Haben wir gewonnen. Jetzt muss es doch noch irgendwas Gutes hier geben. Schwer, einfach. 116. Komm, machen wir das 5-Minuten-Ding noch hier. Ich will jetzt endlich mal hier was sehen. Ich will mal ein bisschen weiterkommen. Hier, wenn man hier guckt, da ist immer so eine Art Catwoman, die springt dann immer runter, keine Ahnung wegen. Hier gibt's Bettwäsche. Brauchen wir. Fertig. Das Catwoman. So, jetzt gucken wir kurz, an welcher Stelle wir sind. Wir haben 2 von 8, 3 von 7, 2 von 5. Gut. Ist schon relativ zeitaufwendig. Aber so ist halt wie bei vielen Browser-Spielen. Da kommt man nicht weiter und da muss man auch abwarten. Und man denkt sich auch, ich verballer hier doch jetzt nicht alles. So, jetzt ist meine Energie schon wieder flöten. Deine Energie wird sich in 2 Stunden 29 Minuten automatisch wieder auffüllen. Und wenn ich richtig rechne, haben wir es dann 0 Uhr. Also um 0 Uhr wird jeden Tag die Energie aufgefüllt. Und dann kriegt man auch die tägliche Belohnung. Das bisschen Geld, was man hier abholen kann. Nein, jetzt kostet schon mehr. Gebe ich jetzt die Diamanten aus oder. Komm, wir knallen einmal noch Kohle raus. Fähigkeitsmission. Schade, dass es diese Einladung nicht mehr gibt. Eventuell gibt es sie auch erst beim nächsten Mal wieder. Was machen wir denn jetzt hier? Wir machen schnell die fertig. Oh, so, guck mal, was schaffen. Das überspringen wir jetzt. Ah, nicht geschafft. Ich hab okay geklickt. Fähigkeitsmission. Hier gibt es den Anhänger, den ich aber glaube ich schon habe. Oder diesen Pi-Stecker. Hier gibt es wieder Bettwäsche. Die holen wir jetzt auch noch schnell. So, Bettwurm ist wieder runtergesprungen. Ja, auf jeden Fall würde das ständig so weitergehen. Also man kriegt, wie gesagt, Erfolge. Die kann man ja auch mal hier schnell durchgucken. Pornokatalog durchgelesen, keine Ahnung, wo man das macht. Bei deinem Job gibt es Leerlaufzeit. Nutzt die Zeit, um dir zweimal den Pornokatalog gründlich anzuschauen. Ich weiß ja nicht, wo der ist. Da gibt es Hilfestellung, Amtsträgeralarm. Ja, wie gesagt, hier kann man sich alle noch anschauen. Kann man ja auch nur die Freigeschalteten anzeigen lassen oder die Erledigten. Ja, und ansonsten, was gibt's hier? Gibt's auch nicht groß viel zu sagen jetzt. Hier kann man Missionen erneuern.
Ach so, hier gibt's ein Booster-Ding, werde ich mir glaube ich erholen. Jagdinstinkt, da gibt's halt, wenn die Belohnung oder werden die Missionen so dargestellt, dass also so wie sagt man, so erneuert, dass man halt bessere Belohnungen bekommt oder bessere Items dann. So, können wir einmal machen für 19. Wieso kostet das 19? Die Booster hier habe ich mir alle gekauft, weil die halt Scheine kosten nur und auch nicht Diamanten. So, jetzt haben wir einmal den Jagdinstinkt. Bettwäsche. Aha. Sofort fertig. Das machen wir mal. Das war aber Zufall jetzt mit der Bettwäsche. Hier gibt es schon wieder Bettwäsche. Das kostet jetzt 30. Okay, ist egal. Machen wir fertig. Wir wollen ja vorankommen und endlich unseren Film drehen. So, wie viel Bettwäsche haben wir jetzt? 3 fehlen noch und Duelle brauche ich auch noch. Gut, dann machen wir schnell mal noch Duelle. Ich hoffe, dass ich so weit komme. Ich will euch eigentlich zeigen, wie dieser Film dann gedreht wird. Ich habe soweit alles vorbezahlt, wenn ich mich recht entsinne. Wir nehmen die alte mal wieder, die wir schon hatten. Gegenangriff. One-Hit. Hätte ich gar nicht überspringen brauchen, dauert eh nur eine Sekunde. Einen können wir noch machen. Verdammt. Ein Duell. Nehme ich nochmal sie. Gegenangriff. Offensichtlich kann man jemanden immer wieder angreifen. Vollkommen egal, wie oft man den heute schon angegriffen hatte. Oder generell angegriffen hatte. Oh, jetzt hält die aber was aus. So, sie ist fertig. Jetzt gibt es natürlich nicht mehr so viel Ruhm. Mit 5 Minuten und 34 wären wir dann wieder so weit. Keine Ahnung, ob ich so lange warten will. Was fehlt denn jetzt noch? Immer noch 2 Duelle, verdammt. Gut, wir versuchen erstmal schnell die Bettwäsche zu holen. Wir gucken nochmal schnell auf die Mission hier. So, gib mir Bettwäsche oder gib mir Tod. Jetzt gibt es keine Bettwäsche. Wir suchen uns eine kurze Mission aus. Casting Marathon. Fertig. Das schaffen wir, oder? Ich hab's doch schon ein paar Mal nicht geschafft. Das ist allerdings jetzt schon ein paar Tage her. So, was fehlt denn noch? Mein Gott. Ich brauche Bettwäsche. Wir gucken nochmal kurz. Nee, hier wird jetzt auch nichts mehr angezeigt. Müssen wir uns wohl irgendwie durchquälen. Das versuche ich mal ganz schnell. Das würde 4 Minuten dauern. Kostet also auch nur 10. Fertig. Mach hier der Bananenpart. Oh ja, wir haben gewonnen. Knappe Sache. Gib mir Bettwäsche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird sich noch lange hinziehen hier. Wir nehmen immer die kürzesten. Mir geht schon wieder Energie flöten. Ich muss gleich schon wieder Energie verkaufen. Ich fasse es nicht. Ja, wenn man das natürlich in solcher Geschwindigkeit macht. Auch hier haben wir gewonnen. Über 2000. Gut. Wir holen uns einmal Energie für 10. Das machen wir. Jetzt kann ich auch bald nicht mehr allzu lange machen, weil zweimal habe ich ja schon. Kriegen wir die Bettwäsche noch. Hier ist so eine Einladung für die Party. Das ist eine Zeitmission. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und hier gibt es die Bettwäsche. Nehmen wir die Party-Einladung oder die Bettwäsche. Ich bin gerade irgendwie hin und her gerissen. Ich weiß auch nicht, ob die sich dann verändert, aber ich glaube, die verändern sich dann ständig. Komm, wir holen uns mal schnell die Bettwäsche. Fertig. Das schaffen wir, ja, alles klar. Wir haben Bettwäsche. Stufe 22. Und Fähigkeitspunkte. Gebe ich wieder auf Ausdauer. So, wie viel brauchen wir noch? Okay, hier ist fertig. Gibt wieder ein bisschen Erfahrung. Bettwäsche und Duelle fehlen uns. Okay, 2 Bettwäsche, das muss doch möglich sein. Sie noch mit der Einladung, hier gibt es nochmal Bettwäsche. Ne, die Einladung ist weg. Zeige ich euch dann nächstes Mal, wenn ich wieder über eine stolper.
Fertig. Die haben wir. Gut. Jetzt kann ich hier bald den Film drehen. Schwere Gegner besiegt. Was gibt's denn hier im Gegenstand? Du Arsch. Bringt ja nichts, wenn das ganze Charisma flöten geht. Das tun wir auch. Das ist ja wichtig. Dann habe ich mich als Batteriemärchen verkleidet. Dann kann ich mich gar nicht erinnern. Naja, egal. So, was haben wir jetzt? Oh, Bettwäsche. Oh Gott. Bettwäsche! Die Diamanten gehen auch immer mehr flöten. Mittel. Ich glaube, den schaffen wir noch. Ja. Mein Gott, oh, gib mir bitte endlich die Bettwäsche. Wird hier wahnsinnig. Ja, oh Gott. Wieder keine Bettwäsche. Wir machen das 4-Minuten-Teil. Die überspringen wir auch noch. Das gönnen wir uns jetzt mal. Geschafft. Ich mach Bettwäsche noch. Jo. 17. Aber können wir gerade noch leisten. 30 Diamanten. Das ist hart. Überspringen. Geschafft. Wir haben die Bettwäsche. Und dafür gab es noch einen Diamanten. Der mir nicht sonderlich viel gibt. So. 142 Scheine. Ah ja, es gibt natürlich auch mal Belohnung, wenn ihr das erfüllt hier. So, jetzt brauche ich noch Duelle. Come on! In einer Minute. Blöde Sau. Was ist aus mit Gegenangriffen? Würde 20 kosten. Wie viel haben wir denn noch? Gut, wir warten noch ganz kurz die paar Sekunden ab. Dann machen wir das eine Duell so fertig. Und, also wieder gegen diese Jenny da. Und das andere kaufen wir dann schnell eben manchmal für 20 Diamanten. Ich hoffe, das reicht dann noch für den Film, weil ich glaube, der Film kostet dann nochmal extra. Weil ich ja schon vorbezahlt habe, das muss ja alles schon... Also im Prinzip, die Produktion ist in den Startlöchern, ich muss halt nur jetzt noch den Krempel hier besorgen. Dann schauen wir mal, jetzt bin ich echt gespannt. Ich will das endlich fertig haben. Ich wollte euch zeigen, wie das aussieht, wenn so ein Film ist. Es wird nicht wirklich gedreht, das sind jetzt nicht irgendwelche großen Animationen. Die Statistiken, also die Ergebnisse, die sind eher interessant. So, guck mal hin. 10, 9, 8, 27, 49. Haben wir es jetzt endlich, come on. So, wir wären einsatzbereit. Gegenangriff hier, Jenny, Madame. Nein! Drei Angriffe pro Tag auf denselben Gegner. Vanessa Superstar. Wen? Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will das jetzt auch nicht verballern, ey. Verdammte Axt. Die hatte ich aber auch schon mal angegriffen. Und da hat sie mich kaputt gemacht. Verdammt. Die habe ich gewonnen und mal verloren. Komm, ich greife die nochmal an. Hier. Oh Gott, über 2000 Leben. Willst du mich veräppeln? Ich hoffe, ich schaffe das. Komm, wir überspringen das mal. Ich hoffe nur trotzdem, dass ich das schaffe. War das ein Sieg? Wow. Ah, so ein Glück gehabt. Ja, wie ihr seht, die hat zwar viel Ausdauer, aber die anderen Stats, die sind noch nicht so hoch wie meine. Sie ist noch nicht im lilafarbenen Bereich. Ich glaube, das war unser Glück. Was haben wir hier geschafft? 100 mal die Wurfwaffe eingesetzt. Gibt's dafür was? 10 Diamanten? Puh. Alles klar. So, ein Match brauchen wir noch, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Duelle gekämpft. Man muss gar nicht gewinnen, sehe ich gerade. Okay. Ne, pass mal auf, ne, hier war's. Ja, so oder so würde das 20 Diamanten kosten. Dann suchen wir uns die selber nochmal aus. Wen hatten wir gerade? Vanessa hier, ne? Gegenangriff, 20 Diamanten. Überspringen wir. Und wieder gewonnen. Jetzt können wir endlich den Film drehen. Jetzt aber hier. Beenden. Erfahrung. So, der Film ist fertig. Also, so wie man diese Erfolge abgeschlossen hat, oder diese Mini-Mission, wird halt der Film fertig gemacht. Absurde Turneinlagen ohne Gnade. Ist ja echt so? Wenn ich den Sinn, dass ich so einen Titel gewählt habe.
So, gibt's halt Geld für, bla 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 bla. Und jetzt kann man sich noch eine Belohnung aussuchen. Ausgewaschenes Hippie-Stirnband. Das hatte ich aber schon mal. Mir ist aufgefallen, dass manche Sachen kommen wieder, nur halt in einer besseren Version sozusagen. Ja, dann nehmen wir natürlich das Stirnband, oder? Aber Raffinesse ist auch nicht schlecht. Aber Kraft ist auch nicht schlecht. Ich nehme einfach das, wo ich nicht nochmal extra Attribute nachkaufen muss. Stufe 23. Mit zwei Stufen erreicht. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, jetzt gucken wir mal in unserer Historie. Wir haben über 53.000 Fans. Wir haben hier ein bisschen mehr Ruhm jetzt erhalten. Drei Videos gedreht. Hier ist die Historie. Eventuell, ich habe schon überlegt, ob ich nochmal einen ohne Budget, also ohne Studio drehe. Das wäre der hier. Weil man sieht, es kommt ein bisschen mehr Fans, aber letzten Endes, ich weiß nicht. Das Blöde ist, wenn ich jetzt natürlich einen anfange, dann muss ich den noch abschließen. Also ich kann ihn dann nicht nochmal abbrechen. So, wie gesagt, hier freundliche Auswahl, schlüpfrige Schweine rein zum Morgenbrauen. Aber ihr seht, der hat eine etwas schlechtere Wertung bekommen als der andere. Ich weiß nicht, wie das zusammengerechnet wird. Wahrscheinlich ist das alles Zufall hier oder so. Gut, und wenn man einen Film drehen will. Achso, der wird automatisch immer jetzt mit Studio gedreht, weil man auf jeden Fall, weil man ja schon ein Studio hat. Oder wie sehe ich das? Ja, stimmt, hier kann man es jetzt aussuchen. Achso, ja genau. Das ist halt die Billigproduktion, das ist die Standardproduktion, die komischerweise bei mir auch als Billigproduktion angezeigt wurde. Obwohl ich es ja im Studio gemacht habe. Und hier ist halt die Hochglanzproduktion. Gut. Standard oder billig? Wir nehmen nochmal einen Billigporno. Der wird wahrscheinlich auch günstiger sein bei den Sachen, die man da zusammensuchen muss. Also wahrscheinlich weniger Bettlaken, schätze ich mal. So, wir müssen noch zwei weitere Filme drehen. Wir können also wieder nur ins Hotel. Weiter. Begierige Tonanlagen bei Private Selection. Ne, wir hatten ja schon erst irgendwas mit Tonen. Verlotterte Kerle sind verführt. Nein. Reifer Omis, Kamasutra war gestern. Scheiße. Oh Gott. Komm einmal. Nee, das war. Ja, dann ne nehmen wir halt den jetzt. Reifer Omis, okay. Ich würde das fast alles so lassen. Gut, man kann das Layout aus, also es gibt bestimmte Layout-Typen, die kosten halt Geld oder Scheine und dann gibt es bestimmte, die kosten halt Diamanten. Ich nehme normalerweise Entschuldigung, die nur Scheine kosten. Gab es hier nicht auch welche für Scheine? Doch, hier 100. Das ist ja das Startding. Ja, nehmen wir das rosafarben Ausschnitt. Obwohl, wir hatten eben gerade schon einen mit Glocken, oder? Nee, dann nehmen wir das. Das passt überhaupt nicht mit den reifen Omis zusammen, aber. Was? Nein! Das kostet ja Diamanten. Ja, nehmen wir das so. Das war ja. Das, der kostet nichts. Ja, wenn es schon vorgeschlagen ist, nehmen wir halt den. Den Hintergrund, ja, das nehmen wir so. Als Rahmen. Nee, so einen Rahmen hatte ich schon mal. Die Rahmen sind eigentlich auch alle für den Arsch. Das wird zum Billigspiel so ein bisschen dann, aber egal. Das sieht eher aus wie aus einem früh 2000er Gore. So ein Horrorspiel oder so. Rahmen, das wirkt ein bisschen sehr kitschig. Ja, komm, das machen wir. Das ist classy. Classy, das ist classy. So, weiter. Kostet diesmal keine Diamanten. Letztens hat das noch Diamanten gekostet. Ach so, das war nur, weil ich einen Rahmen mit Diamanten, also für Diamanten kaufen wollte. Ja, okay, machen wir so. Aufgaben, irgendwas mit Energie. Vorbildlich Energie erschöpft. Und wieder 8 strahlend weiße Laken. Gut, das mit den 200 Energie werde ich wohl heute nicht mehr schaffen. Aber jetzt habt ihr ungefähr das soweit verstanden, wie das funktioniert. Ihr werdet einfach weiter, ja, alleine weiterkommen und vielleicht kleine Erfolge haben. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen schneller dabei als ich. Das werden wir ja dann sehen. Könnt mir eure Ergebnisse mitteilen, wenn ihr Bock habt. Oder eure Videos zeigen oder sonst was.
Und ja, dann würde ich sagen, wir jetzt hier. Ich mache jetzt erstmal ein Päuschen und wenn jetzt wieder irgendwas Spannendes geschieht, hier werden wir unsere Punkte vergeben. Also irgendwas, was mitteilungswürdig ist, dann melde ich mich wieder in Form eines Videos und ich hoffe, ihr abonniert mich. Also Leute, dann viel Spaß noch. Wenn ihr das Spiel jetzt aufgrund meiner Videos anfängt zu spielen, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und vielleicht sieht man sich ja mal. Also bis dann, Leute.